Hallo Slabs, willkommen zurück zu Stardew Valley. Hallo Familie, hallo Fische, hallo Kaffee. Möge Joba dich an diesem lieblichen Tag segnen. Danke, Emily. Oh, hallo Glenn. Ja, das Zimmer müssen wir auch noch hier überarbeiten, aber das Kinderzimmer finde ich ganz cool geworden. Wenn jetzt noch so ein bisschen Spielzeug hier ganz wild auf dem Boden liegen würde, glaube ich, wäre es echt. Oder so eine Spielzeugkiste. Die wäre auch noch cool. Okay, der Plan für heute ist... Brief lesen. Slurp, ich habe dir heute in der Kneipe einen richtigen Leckerbissen zubereitet. Hau rein, dein Freund Gus. Gebackener Fisch? Oh, cool. Danke. Okay. Einmal Kram verkaufen. Das können wir gerade bei Robin noch anpflanzen. Ansonsten ist mein Plan, dass wir... gar nicht viel auf dem Hof machen, sondern relativ schnell anfangen, Präriekönig zu spielen. Komm, wir nehmen hier nochmal was mit für den Platz bei Robin. Meine Diamanten, wo habe ich die eigentlich gelassen? Man kann schon ein paar Geschenke verteilen. Und wir können auch mal kurz bei George reinschauen. Hier oben, glaube ich, habe ich den Lauch drin. Ja, hier ist noch mein Lauch, dann schenken wir den George. Hier kann der Lehm rein und das Holz. Wir könnten auch kurz bei Haley vorbeischauen, wo ich gerade die Sonnenblumen sehe, und Haley eine Sonnenblume schenken. Und ich will ein paar Blumensträuße noch den Leuten schenken. Aber nicht heute, weil wie gesagt, ich will jetzt ein paar Kitzelkleinigkeiten erledigen. Und dann will ich Präriekönig spielen. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Es kann sein, dass das hier eine reine Präriekönig-Folge wird. Oder fast eine reine Präriekönig-Folge wird. Und ich habe das Gefühl, wir schaffen das heute. Ich bin da zuversichtlich. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Und dann mal schauen. Haley lebt hier. Bist du zu Hause, Haley? Ja, perfekt. Oh, das mag ich am liebsten. Hey, ich habe dieses Werkzeug gefunden, um Gläser zu öffnen. Also musst du mir nicht mehr helfen. Das ist ja praktisch. Okay, dann geht's jetzt nochmal zu George. Dann kurz zu Robin hoch. Die Bäume anpflanzen. Und dann legen wir los mit der Reise des Präriekönigs. Oh, Zwischensequenz. Ah, ich komme einfach nicht ran. Wenn ich nur aus diesem verdammten Stuhl aufstehen könnte. Danke, junger Mann. Es war vor 30 Jahren. Ich habe in den Kohleminen gearbeitet. Wir waren kurz vor dem Ende unserer Schicht, aber ein Spalt musste noch aufgebrochen werden. Ich hatte vor, dort ein Stück Dynamit hochzujagen, aber mein Fuß blieb an einem Sprung hängen und ich ließ es fallen. Das Dynamit ist beim Aufprall direkt explodiert. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie ich im Krankenhaus lag und sie mir sagten, dass ich nie wieder gehen würde. Was ist das für eine krasse Geschichte? Hat er sogar noch Glück gehabt, fast, muss man sagen. Und das war's. Du dachtest wahrscheinlich, dass ich einfach nur zu alt bin. Du kannst aber Gift darauf nehmen, dass ich ohne diesen Unfall fit wie ein Turnschuh wäre. Du warst sehr nett zu mir, junger Mann. Ich weiß das zu schätzen. Wenn du alt bist, vergisst du ab und an, dass sich Leute um dich sorgen. Das glaube ich gerne. Krasse Geschichte. Ich finde das so abgefahren, das Spiel. Wie es schafft, einfach in dieses ganz normale Dörfchen diese krassen Geschichten reinzupacken, die echt wirken. Die Geschichten, die wirken echt. Und ich finde das total krass, wie mich das auch jedes Mal irgendwie... Das habe ich am liebsten, danke dir. Wie mich das jedes Mal auch irgendwie noch beschäftigt. Und ich hätte nicht gedacht, als ich mit dem Let's Play angefangen habe, dass ich so sehr in diese Leben der Menschen mich einfinden kann und mich dafür interessieren kann. Schock, das ist absolut fabelhaft. Gestern hat jemand geschrieben, dass der Louis anscheinend auch ein Verhältnis hätte mit der Robin. Und ich finde das total krass. Hier ist die goldene Louis-Statue tatsächlich. Ich habe sie. Was ist denn das hier eigentlich? Die Fundstelle der Stadt. Hier kannst du unvollständige Lieferungen aus vergangenen Sonderbestellungen sammeln.
Ach, krass. Okay, das ist ja cool. Ach, das ist das, was ich damals hingelegt habe bei dem bei dieser Ausstellung, wo man seine Produkte zeigen sollte. Cool, hätte es mitnehmen können, aber brauche ich jetzt gerade nicht. Wir pflanzen jetzt noch die Bäume an. Auf jeden Fall, ihr habt geschrieben, dass anscheinend Louis was mit Robin hat als Verhältnis. Ich dachte mir so, krass. What? Und hätte nicht gedacht, dass ich auch an Stardew Valley-Gerüchten so interessiert sein werde. Das ist ein tolles Spiel einfach. Ich sag's immer wieder. Okay, jetzt pflanzen wir noch hier die paar Bäume an. Mal gucken, wie wir das machen. Zack. Zack. Oh, ich glaube, das wird nix. Hier. Und dann haben wir noch hier drei Stück. Hier vielleicht. Hier vielleicht und hier. Cool, mal sehen, was daraus wird. Okay, und jetzt geht's los zur Reise mit dem Revolver. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das Spiel echt schwer ist einfach. Kurz die Mülltonne durchwühlt. Hallo Gas. Brauche nichts zu trinken. Werde gleich genug schwitzen. Okay. Bin bereit. Ich habe nur gesehen, es gibt ja nicht nur die Challenge, das Spiel zu schaffen, sondern es gibt auch die Challenge, das Spiel zu schaffen, ohne einmal zu sterben. Und ich dachte mir nur so, was? Was? Und die soll man am besten nicht einsammeln, habe ich gehört. Außer es ist halt absolut notwendig, weil dann verlieren die Gegner keine Power-Ups, die man benutzen kann. Und verlieren auch keine Münzen, die wir brauchen für bessere Patronen und eine bessere Pistole. Okay, ich muss mich aber echt ein bisschen konzentrieren. Was macht der Grabstein? Ah, dann rennt sie von mir weg. Kann ich den aber auch essen? Aber ich traue mich jetzt nicht, in die reinzulaufen. Doch, okay. Puh! Ich kann ihn einfach essen. Perfekt. Manchmal ist das Handling echt ein bisschen crazy. Ich will die jetzt nicht mitnehmen, die Bombe. 5 Münzen. Okay. Weiß gar nicht, was die ersten Patronen kosten. Aber ich würde ganz gern direkt die besseren Patronen benutzen, kaufen, wenn möglich. Okay. Und ich habe gehört, die hier soll man liegen lassen, weil das sind weitere Blockaden und die kann man dann am Ende in Ruhe zerstören. Und man soll halt nicht in sie reinlaufen. Ah, ich habe die Münze jetzt nicht aufgesammelt. Aber das war wichtig, glaube ich. Immer die Schrotflinte hier benutzen. Den Stern mitnehmen. Oh! Oh, manchmal hakt das ein bisschen, das Gefühl. Oh Gott. Oh Gott. Ganz, ganz knapp. Das Spiel kann halt innerhalb von Sekunden echt sich so wandeln in größeren Schwierigkeitsgrad. Weil dann einfach eine riesige Welle plötzlich auftaucht. Okay. Komm her, du bist der Letzte. Hätte mich nicht gewundert, hätte er mich jetzt noch gekillt. 12. Ah, die kosten 15. Nee, dann spare ich für die. Ich will die Patronen haben. Aber ich glaube, ich hätte selbst, wenn ich die. Ich habe, weiß gar nicht, eine Münze liegen lassen.
Selbst damit hätte ich es nicht geschafft. Aber das Geld liegt halt auf der Straße, ne? Ah! Okay. Die Sterne sind so krass. Aber falls ich jetzt aus Versehen da reinlaufe, mache ich die jetzt gerade platt. Ansonsten soll man die als letztes fokussieren. Ja, die Sterne halten auch echt lange, das ist ganz geil. Okay, ich mache das direkt beim nächsten an. Wahrscheinlich übertrieben, aber... bevor ich jetzt einen kleinen Fehler mache und dann den Level neu anfangen muss, habe ich keine Lust. Oh je, oh je. Okay. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Da geht einem ja doch so ein bisschen die Pumpe jedes Mal. Also mir zumindest. Ach, hier, die muss ich noch kaputt machen. Weiter geht's. Mein Fort. Das versuchen wir wieder zu benutzen auch. Einfach niemanden reinlassen. Und eigentlich nur verlassen, wenn irgendein cooles Power-Up ist oder Geld liegt. Das ist so das, was ich gelernt habe. Aber auch nicht verlassen, weil Geld liegt. Oh Gott! Hahaha. Okay, jetzt bleiben sie gerade hängen. Das finde ich ganz cool. Oh Gott! Nein! Oh Mist. Da habe ich den einfach übersehen. Ich war zu sehr auf dieses Geldstück fixiert. Ich hatte gerade nach unten gezielt. Ey, der Level ist gerade echt... Der ist mein Untergang. Lief bisher so gut. Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich in Ruhe! Oh Gott, warum seid ihr denn so viel? Lass mich da einfach in Ruhe. Nein! Oh, wie ärgerlich. Es lief bisher so gut und dieser Level killt mich einfach. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Nee. Wir fangen das nochmal neu an. Wir fangen das nochmal neu an. Unglaublich. Oh, mit null Leben weiß ich, ich bin nicht gut genug, dass ich das schaffe. Und das ist kein Schlechtreden, das ist einfach... Was macht eigentlich dieser Staub? Ach, der verwirrt die. Die sehen mich nicht mehr, weil ich unsichtbar bin. Das ist so Ninja-Staub. Also so Ninja... Smoke. Wie Batman, wenn er verschwindet. Okay. Ah, dieses Fort. Eigentlich soll dieses Fort, diese Festung, die man da hat, die soll eigentlich Schutz bieten. Aber es war hart. Vielleicht brauche ich doch erst die Pistole, die mich schneller schießen lässt. Die Pistolenkugeln sind halt echt super. Nee, will ich nicht.
das mit einem Stern zusammen, das ist einfach die beste Mischung. Das Rad mit dem Stern. Noch ein Leben. Cool. Oh, Baby. Okay, Schrotflinte. Zwei Münzen, zwei Leben. Ein Leben. Nice. 8 Münzen ist, glaube ich, nicht verkehrt für die erste Runde. Bisschen schwitzige Hände. Los geht's. Okay. Ah, man wechselt auch die Position. Man wird nicht nur unsichtbar, sondern man wechselt auch die Position. Okay, das ist gut zu wissen. Ich glaube, hier habe ich mich echt in eine dumme Position gebracht. Ja, habe ich. Weiter geht's. Oh, Baby. Oh, manchmal. Das ist echt ganz cool mit dem Verrutschen. Lass mal die Position. Warum schießt du eigentlich... Was? Ist mein Controller vielleicht auch kaputt? Ich glaube, ich stelle mich einfach dämlich an. Movement Speed ist halt auch nicht verkehrt. Alle Power-Ups sind stark, aber ich glaube halt die Patronen. Die Patronen. Ich muss nämlich selber finden, wo ich bin. Die Patronen sind am coolsten. Oh, das war knapp! Oh, Leute, Leute. Oh, Baby. Huh! Es reicht nicht, zwei Münzen fehlen. Ich weiß nicht, soll ich mir jetzt den Revolver halt kaufen? Oder soll ich noch sparen? Ich spare noch für die... Man kann sich immer nur eine Sache kaufen, oder? Ich spare trotzdem für die Patronen. Wir schaffen das auch mit dem kleinen Revolver. Berühmte letzte Worte. Immer dran denken, die Umgebung ist mein Freund. Die Hindernisse sind... Oh! Da kamen zu viele. Wie soll man das denn schaffen, ohne einmal zu sterben? Wie soll das denn möglich sein? Und hier meine Freunde. Ham, 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 ham. Oh, die kann ich da nicht essen. Ich habe immer nur ein bisschen Angst, dass ich nicht weiß, wann es aufhört und ich dann einfach in die Gegner reinrenne. Jetzt. Ey, das ist... Ich hätte mir doch den Revolver holen sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Grabstein wirklich so eine große Hilfe ist, weil... Ich habe das... Die kommen ja weiterhin, aber ich weiß es nicht. Das schnellere Schießen wäre schon, glaube ich, ganz cool gewesen. Nein. Ich ziehe in die andere Ecke und der reagiert einfach nicht schnell genug. Das ist ja noch schlimmer als der letzte Run. Mal schauen, wie weit wir kommen. Oh, 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 oh. Ich habe die Bombe jetzt dabei. Ich glaube, ich behalte die mal im Inventar.
glaube, ich behalte ihn. Wenn jetzt so eins dieser Koboldviecher den Eingang blockieren würde. Oh. Das finde ich mega cool. Da habe ich das Maschinengewehr. Er hat außerhalb meiner Festung. Oh, ein Leben. Geld. Oh, das war mir gerade zu heiß. Oh, wo bin ich? Meine Münze, mein Geld! Oh, cool. Puh, das lief überraschend gut. Man kann aber eine Sache kaufen, okay. Was kommt der Endboss? Du kriegst mich niemals lebend. Es war knapp. Komm, trau dich. Cool, geschafft. Und jetzt ein Leben, das hätte ich mir ganz gern genommen. Und dann geht's auf in die nächste Stufe. Oh, ich hätte jetzt schon 23 Minuten die Folge. Hier in dieser Ebene sterbe ich sonst immer. In diesem Level mit den Brücken. Da ist noch kein Geld getroppt, oder? Oh Gott, die Pilze sind so schnell. Mal das Power-Up mitnehmen. Oh. Oh. Man sollte immer erst die Pilze besiegen, dann diese Schmetterlinge und dann diese, weiß ich nicht, gehörnten Ogertrolle, was immer das sein soll. Wir haben bestimmt einen Namen. Ah, okay, perfekt, den Stern. Ham. Nee, dann kaufe ich nochmal den Revolver. Vielleicht hätte ich auch sparen sollen, einfach auf die anderen, aber das ist okay jetzt. Bis
bisschen Attack Speed ist nicht verkehrt. Und dann sparen wir jetzt noch die besseren Patronenkugeln, damit wir auch diese großen vielleicht ein bisschen schneller kaputt bekommen. Hier kann man es eigentlich auch, das ist eigentlich eine ganz coole Position hier. Wow, 5er Münze. Und das ist Rad. Oh, fast. Ein Leben. Oh, knapp. Eine Bombe in der Hinterhand zu haben, finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn es tatsächlich halt bedeutet, dass ich weniger Geld verdiene. Aber was bringt mir das Geld, wenn ich tot bin? Erst mal die Pilze. Dann die Schmetterlinge. Dann diese Trolle. Nennen sie einfach mal Trolle. Was kostet... Hier sterbe ich immer. Macht mich überhaupt nicht nervös. Was kosten die Patronenkugeln? 30 war das, oder? Oh, eine 5er Münze. Nein! Oh Gott, oh Gott. Nein! Und wir haben erst ein Drittel von dem Level geschafft. Okay, ganz ruhig, bleib's low. Geld, 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 Geld. Noch 8 Münzen. Oh, das Leben war aber super. Puh. Nein, ich wollte es doch gerade aufsammeln. Nein! Oh, jetzt geht's aber ab. Okay, wieder. Ich muss mich mehr konzentrieren. An was anderem hängt's nicht. An was anderem hängt's nicht. Es liegt nur an meiner Konzentration. Das Geld versuchen wir noch mitzunehmen. Und da wär's gewesen. Da wäre die 5er Münze gewesen. Ich habe nur noch... Nee, das nullte Leben zählt ja auch noch mit. Glaube ich. Und da ist ein Leben. Oh, das war wichtig. Jetzt riskiere ich dein Leben für das Geld. Davon hat niemand was. Eine Münze fehlt mir. Eine Münze. Eine Münze fehlt mir. Ja, was soll ich machen? Nee, ich spare. Eine Münze. Oh, nochmal der Cowboy. Oh! Ah!
Er schießt doch noch von der Seite. Sonst geht's dir aber gut. Sonst alles okay bei dir? Ich hätte einfach auf den schießen sollen. Bleibst du jetzt wieder an der Seite stehen? Aber nicht von dir. Warum sterben die Gegner nicht nach einem Schuss? Oh, öffne. Oh! Das habe ich nicht verdient. Oh, das hatte ich gerade nicht verdient. Ich nehme es aber trotzdem an. Ich nehme es dankbar an. Oh. Oh, so weit war ich noch nie, Leute. Wo bin ich jetzt? Auf irgendeinem Friedhof? Okay. Oh, und die halten auch zwei Schüsse aus. Und die halten mega viele Schüsse aus. Okay. Und deshalb braucht man die stärkeren Patronen. Das war's. Oh, wird das jetzt alles scheitern, weil ich eine Münze zu wenig hatte? Hätte vielleicht doch mal Leben riskieren sollen für die eine Münze. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es irgend noch so ein Durchlauf mit Achievement, dass du keine Power-Ups kaufen darfst oder sowas. Oh Mist. Oh, ich hätte noch den Kaffee trinken können. Wenn die alle mit einem Schuss schneller kaputt gehen. Oh Mist. Ja, ich glaube, die Händlerin kommt ja auch erst in dem Level danach, oder? Das heißt, ich muss noch ein Level schaffen und nochmal wahrscheinlich andere Gegner kommen. Und danach kann ich erst die Patronenkugeln kaufen. Ja, wenn das jetzt alles wegen einer Münze scheitert. Ne, da ist die Händlerin. Jetzt auch so nicht das Falsche kaufen. Ich habe kein Leben mehr. Hätte ich die schon früher gehabt. Verloren. Mist. Verlassen. Oh, Leute. Oh, meine Hände zittern immer noch. Ja, diese Arcade-Games in Stardew Valley sind der Hammer. Die sind so schwer. Oh, aber ich weiß jetzt, wie es geht. Ah. Aber das wäre vielleicht mal was ich so am Wochenende einfach streame. Einfach so 4 Stunden Reise des Perikönigs. Oh, Leute. Ich gucke ganz schnell noch nach den Tieren. Und dann gehe ich ins Bett und die Folge ist vorbei. Sorry für alle, die jetzt nicht so der riesen Perikönig-Fan sind. Aber ich hatte so Bock, das mal wieder zu versuchen. Ich hatte so Lust drauf. Und jetzt bin ich erstmal wieder beruhigt für ein paar Episoden, bevor wir es wieder versuchen.
Irgendwann will ich es schaffen. Irgendwann will ich es schaffen. Und wenn ich 100% im Game habe und immer noch nicht Periekönig, sind die letzten Folgen einfach unaufhörlich Periekönig. Oh. Okay. Cool. Ja, wir gehen ins Bett. 13 Uhr ist eine gute Zeit zum Schlafen nach der Action. Ist ein Mittagsschlaf, den man spontan machen will und der sich dann doch zieht bis... bisschen Platz machen für den Baum. Beim Mittagsschlaf, den man dann macht und dann wacht man doch erst plötzlich nachts auf. Vielleicht kennt ihr das. Okay. Oh. Oh, Hände sind kalt und schwitzig. Richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Huh. Okay, Leute. Die Folge ist vorbei. Heute nur das. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte mega viel Spaß. Mir macht Periekönig unglaublich viel Freude. Wenn euch die Folge gefallen hat, über Daumen hoch und Abo freue ich mich immer. Schön, dass ihr dabei wart. Habt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dann, ciao.